unglaublich. Die Giraffe attackiert den Löwen, um sich zu verteidigen. Schau, was als nächstes passiert. Auf den weiten Ebenen der afrikanischen Savanne herrschte ein scheinbar friedlicher Tag. Die Sonne tauchte die Landschaft in goldenes Licht, während eine sanfte Brise durch die Gräser strich. Inmitten dieser majestätischen Natur lebte eine Gruppe von Giraffen, stolze und anmutige Tiere mit langen Hälsen und kräftigen Beinen. An diesem Tag jedoch lauerte eine unheilvolle Bedrohung in der Nähe. Ein imposanter Löwe hatte Hunger und spürte die Giraffenherde auf. Sein Raubinstinkt trieb ihn an und er schlich sich leise an die Herde heran, bereit, seine scharfen Zähne in eines der eleganten Tiere zu schlagen. Die Giraffen, normalerweise scheue Geschöpfe, spürten die Anwesenheit des Löwen. Sofort wurden sie nervös und begannen, ihre Hälse in die Höhe zu strecken, um die Umgebung zu beobachten. Doch der Löwe war geschickt und näherte sich geräuschlos auf sie zu. Als der Löwe plötzlich aus dem hohen Gras hervorsprang, eilte einer der Giraffen blitzschnell zur Stelle. Mit einem Anflug von Mut und Entschlossenheit, die man bei Giraffen selten sah, schleuderte sie ihre langen, muskulösen Beine gegen den anstürmenden Löwen. Das unerwartete Manöver traf den Löwen mit voller Wucht am Kopf. Der Löwe taumelte zurück und war von der Kraft der Giraffe überrascht und traumatisiert. Die Giraffe nutzte die Gelegenheit und trat erneut zu, diesmal zielsicher gegen den Löwenkopf. Der Löwe, der nun von einer giraffenartigen Entschlossenheit überwältigt war, ergriff fluchtartig die Flucht. Die Giraffenherde stieß erleichterte Laute aus, während sie ihre Köpfe in die Luft streckten. Der Löwe verschwand in der Ferne, gezeichnet von der Begegnung mit einer Giraffe, die ihre Stärke und ihren Mut unter Beweis gestellt hatte. In der afrikanischen Savanne, wo die Natur oft von Überlebenskämpfen geprägt war, wurde an diesem Tag deutlich, dass selbst die scheinbar schüchternsten Wesen, wie die Giraffen, über erstaunliche Kräfte verfügten, wenn es darum geht, sich und ihre Herde zu verteidigen.